Hallo, herzlich willkommen hier seit langer Zeit mal auf meinem Kanal Launa2Zorro, meinem Let's Play-Kanal, der, wie ihr sicherlich gemerkt habt, pausiert über schon einige Zeit. Genau gesagt, eigentlich seit meinem, was war das für ein Special? Auf jeden Fall irgendwann nach der Japan-Reise. Und eigentlich vorher schon, weil die Japan-Reise, ich meine, das war ja, dann kam ja eigentlich kein Let's Play mehr. Ja, warum nicht mehr? Hab halt keine Lust mehr auf Let's Plays. Hab auch keine Lust mehr, mich als Let's Player zu sehen, weil die coolen Let's Player eigentlich alle aufgehört haben. Sogar von Arkus kam jetzt lang nichts mehr, obwohl Arkus LP eigentlich so gar nicht aufhören kann. Der fängt ja immer wieder an. Ja, weil ja gut, ein paar sind noch dabei, noch ein paar coole, so Mr. Venom oder so. Oder Chainsaw Man 16, der wieder angefangen hat, jetzt mit Bus Simulator, wenn man das als Let's Play betrachten will und nicht als grauenhaft. Ja. Ja, irgendwie ist es nicht mehr so richtig das meine. Obwohl ich echt noch Lust hätte, erstmal zum Beispiel mein Fire Emblem Let's Play zu Ende zu bringen, das nagt noch an mir. Und zum anderen noch Spec Drops oder so mal zu machen, aber ja, gut. Läuft mir ja nicht davon. Irgendwann kann ich sowieso machen und ich meine, das ist jetzt auch nicht so. Ja, na gut, das ist also. Ich habe zwar nie die riesen Community gehabt, eher halt einzelne Zuschauer, die auch teilweise auch dann relativ regelmäßig mal kommentiert haben und so. Denen tut es mir jetzt ein bisschen leid gegenüber, dass ich vor allem, also nicht, dass ich jetzt aufhöre, das ist ja meine Entscheidung, das kann mir ja keiner nicht, aber dass ich so lange das so herausgezögert habe, obwohl es irgendwie in der Luft stand und klar war, weil ich das am Ende von ein paar Videos mal erwähnt habe und so, dass es dann erstmal eine Pause gibt. Aber ja, ich werde auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, neuen oder hab schon einen neuen YouTube-Kanal, auf dem ich ganz viel Quatsch reinpacken werde, irgendwie künstlerische Kacke und so. Ja, viel über Japan auch erzählen werde oder machen werde und meine Japanreise dieses Jahres, die am 19.09., 19. September losgeht, die wird da auch mit reinspielen. Ja, ein paar Reisevideos und so. Vielleicht werde ich da auch viel über Fußball reden oder so. Manga, Anime. Ja gut, ich werde wahrscheinlich jetzt keine Manga-Reviews machen oder so größtenteils, weil die Szene ist eigentlich auch eine, ähnlich wie die Let's Play-Szene, die einfach Kacke geworden ist. Ich meine, das macht ja jeder, den das interessiert. Das braucht man auch nicht. Ja. Auf jeden Fall ganz anders als der Mainstream, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und auch nicht mit sonderlich viel Mühe oder Qualität oder so. Also teilweise vielleicht schon, wenn ich echt so versuche, irgendwie was hinzukriegen. Was ich mir so vorstelle. Irgendwie was so künstlerisch werden soll, wenn ich wieder von der künstlerischen, von der Muse geküsst werde. Nee, von. So eine Ader, wisst ihr, wenn der Aderlass der künstlerischen Ader wieder dran ist, genau. Also, auf jeden Fall seid ihr herzlich eingeladen, da auch wieder reinzuschauen. Der Kanal heißt und wird heißen und ist NDLs Studentenecke, der Ecke des Internets, wo auch für mich noch ein Platz ist, irgendwie so werde ich es bewerben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ND als Studentenecke steht natürlich für meine Initialien, N für Noah, D für D, also mein Zweitname, der abgekürzt halt so ein D ist, was als One Piece Fan hier ganz lustig ist. Und den Nachnamen sage ich nicht, weil ich nicht geleakt werden will. Ich habe ja auch mich in letzter Zeit viel mit Drachenlord beschäftigt und ich weiß, als Hater sollte man nicht zu viel von sich preisgeben. Aber das wird was anderes. Über Drachenlord möchte ich eigentlich nichts machen auf meinem Kanal, auf dem neuen. Zumindest nicht viel. Und ja. Damit hätte ich, glaube ich, alles gesagt. Schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Ist sicherlich für jeden manchmal was dabei oder auch nicht. Den Trailer werde ich morgen machen, wahrscheinlich. Habe ich heute schon versucht, aber jetzt geht gerade die Sonne unter, obwohl es schon lang genug gedauert hat. Also. Ich habe gleich um 19 Uhr angefangen oder so, irgendwelche Takes aufzunehmen. Und jetzt ist es 21 Uhr. Und jetzt ist die Sonne endlich untergegangen. Das ist schon echt sommerlich momentan. Ja, falls ihr wissen wollt, was ich momentan so mache, kann ich ja mal gerade erzählen. Ich studiere jetzt im zweiten Semester Biowissenschaften hier in Münster. Und ja, ist das gut?
Freut euch das? Bestimmt. Interessiert euch das überhaupt? Nur, dass ihr mal wisst. Also, ich grüße auf jeden Fall alle da draußen, die immer regelmäßig kommentiert haben oder sich mal was angeschaut haben, die sich gefreut haben über Let's Plays und so weiter. Oder die sich vielleicht jetzt noch mehr freuen, wenn ich jetzt mal was anderes mache. Von daher, ja. Vielleicht mache ich auch wieder ein Kochvideo. Das letzte hat ja sehr viel Erfolg gehabt. Oder ich mache was, weiß nicht, bilinguales, trilinguales auf Japanisch und so weiter. Oder falls Interesse da ist, sage ich auch mal, wie man irgendwie, was so meine Methode ist, um Japanisch zu lernen, wie das war bis hierhin. Ich bin ja auch noch längst nicht flüssig im Sprechen oder so, aber ich bin grundsätzlich, glaube ich, schon ganz gut dabei. Dafür, dass ich mir alles selber beibringe. Und ja. Oder generell auch. Ja. Dann, ciao, bis irgendwann mal wieder. Euer Lorna Zeitzerow.